Datenschutzrichtlinie. Okay, ja, ja, ich habe alles gelesen. Ich glaube, ja. So. Oh. Verhaltensregeln. Okay. Oh Gott. Wie viele kommt denn dann noch? So, jetzt aber. Warnung vor Anfällen. Das Callisto-Protokoll kann blinkende Lichter und Bilder enthalten, die epileptische Anfälle auslösen können. Selbst bei Personen ohne Vorgeschichte von Anfällen von Epilepsie. Wenn Sie oder jemand in Ihrem Haushalt an Epilepsie leiden oder Symptome eines Anfalls auftreten, zum Beispiel Schwindel, Sehstörung, Augen- oder Muskelzuckungen, Eisekrankheit und so weiter, hören Sie sofort auf zu spielen und konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie fortfahren. Sie können die Wahrscheinlichkeit eines Anfalls verringern, indem Sie große Bildschirme vermeiden, Pausen einlegen, in einem gut beleuchteten Raum spielen und nicht spielen, wenn Sie sich schläfrig oder müde fühlen. Dieses Spiel ist reine Fiktion, alle Namen, Charaktere und Orte und Ereignisse. Ja, okay, ist klar, natürlich, logisch. Also wer da, ja, so. Automatisch, okay, so. Ja. Tach und damit auch herzlich willkommen auf YouTube. Wir spielen tatsächlich das heiß ersehnte Callisto-Protokoll. Ich bin gerade auch so ein bisschen in die, wir sind gerade live auf Twitch, ja. Ich bin gerade ein wenig hier so ein bisschen in die Einstellung am gucken. Übungshilfen, Untertitel an, ja. Textgrüße. Machen wir ruhig ein bisschen größer, ne? Hatten wir ja gerade bei Dings auch, wir haben übrigens Death Stranding angespielt. Textfarbe, lass mal weiß. Sprecher, Name. Ja, machen wir an. So, Sprecherfarbe machen wir mal. Machen wir es anders machen? Rot. Oder? Obwohl rot, obwohl blau ist auch gut. Ich glaube, ich lasse blau. Blau ist, glaube ich, ganz gut. So, Audio ist supi. So, soll ja auch sehr geil sein vom Audio, habe ich mir sagen lassen. So, Grafik, Performance-Modus, Helligkeit. Ich gucke mal, was sagt da? YouTube ist eh mal ein bisschen dunkler, deswegen machen wir mal ein bisschen heller. So. Motion Blur aktiviert. Körnigkeit an. Performance-Modus. An oder aus? Wir machen mal an. Und dann würde ich sagen, machen wir eine neue Erfahrung bei The Callisto-Protokoll. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Mittelsicher. Was? Mittelsicherheitsstark. Okay. Okay. Hochsicherheit. Nein. Mittel. Gut, dann bis gleich. Lass mich mal eingeblendet, ne? Oder spielst du den ganzen Tag mit diesem Scheißding? Ich wollte es sehen. Das ist unser letzter Flug, Max.
Und wir haben das besprochen. Was willst du denn von mir hören? Wie wär's mit Danke? Denn nach diesem Job haben wir endgültig ausgesorgt. Tja, du hast ja voll den Plan. So sieht's aus. Komm schon, Mann, was soll das? Hin und her, Callisto nach Europa, die ganzen Sicherheitsmaßnahmen. Es ist ein Gefängnis, Mond Max. Die nehmen ihre Sicherheit wichtig. Und was ist mit den Anschlägen? Wie erklärst du dir die? Die vom Autoway? Die greifen schon seit 6 Monaten Ziele im ganzen Sektor an. Haben einen gelben Alarm im Frachtraum. Ist bestimmt nicht. Wir sollten trotzdem nachsehen. Mach dir nicht so viele Sorgen, ja? Bring dich nach unten. So, Fracht. Und damit herzlich willkommen nochmal zu Callisto-Protokoll und... Uff. Boah, das sieht aber irgendwie cool aus. Untersuche die Spezialfracht. Ja, ja, alles gut. Anomalie erkannt. So, ich bin sehr gespannt auf den Titel. Die Meinungen gehen ja auseinander, ne? Am PC soll es ja wohl ein sehr... sehr, sehr Debakel gewesen sein mit Performance und so. Und wir fliegen jetzt zum Mond Callisto, ne? Ich mag das, wenn Spiele kein HUD so haben. Ne? Wenn du keine Anzeigen hast und so ein Kram. Finde ich voll geil. So wegen der Immersion. Ich muss sagen, das Bewegen ist noch ein bisschen lahmarschig. Vielleicht soll es auch so sein, ich weiß es nicht. Öffnet die Tür. Aufgeschlossen. Wir gucken uns erstmal um, ja? Ist das das Motion? Warte mal, ich will mal eben kurz gucken. Motion Blur ist, glaube ich, Dings, ne? Kann ich das mal eben deaktivieren? Ja, das ist besser. Oh, dieses... Oh Gott. Das Motion Blur ist echt furchtbar. Motion Blur ist quasi so Bewegungsunschärfe. Das brauche ich nicht, weil meine Augen selber Bewegungsunschärfe haben. Deswegen brauche ich das nicht. Ja, jetzt nerv doch nicht. Lass mich doch mal umgucken, Mann, an wie viele Details hier einfach drin stecken. Mann. Jetzt lass mich doch mal. Welche Tür soll ich denn öffnen? Hier gibt so viele. Oh, was ist das denn? Aha. Ein schönes Sofa. Ist das die? Das ist bestimmt die Tür, ne? Ich probier mal hier. Oh. Hä, wie geil. Ein Klo mit Schwarzlicht. Das ist ja alles drin. Okay, Spiegel funktionieren aber nicht. Das finde ich aber sehr schade, muss ich sagen. So, dann gucken wir nochmal hier. Hä, warum hat er denn so kaputte Hände? Habt ihr das gerade gesehen? Ja, Mann. Öffnet Container. Ah, hier. Ah, guck mal an. Jacob, automatische Aufnahme. Audioprotokolle. Aha, gut, dass wir uns umgeguckt haben. BIOS. Drücke die Oben-Taste, um das Inventar zu öffnen. Drücke R1, um das Daten-BIOS-Menü auszuwählen. Verwende die Richtungstasten, um auszuwählen von Daten-BIOS- Kategorien und einzelnen Daten-Bio-Einträgen. Drücke die X-Taste, um die ausgewählte Daten-Bio anzusehen und abzuspielen. Also, jetzt bin ich ein bisschen... Okay, also nach oben. So, das ist also unser Arsenal. Ah, er guckt da sogar hin, wo man... Guck mal, jetzt guckt er nach unten. Jetzt guckt er nach oben. Ah, hier. Gesuchte Person. Unbekannt, unbekannt. Das sind wir. Ansehen. Jacob Lee, 1,90, 95 Kilogramm. Pilot des Frachtschiffs UJC oder UJC Charon. Sonderpassiergenehmigung für patrouillierte Zone ausgestellt. Freigabe für das kontrollierte Weltraumstraßen zwischen Callisto und Europa. Erdmigrationsversum vorhandene Suche nach Datum in der... Sag mal, ich lese doch gerade hier was. UJC-Datenbank ergab Fehlermeldung. Keine weiteren Familiengeschichte in der UJC-Datenbank. Abspielen. Persönliches Logbuch. Wir haben am Callisto-Hangar angedockt. Wir sitzen in unserem Quartier fest, während die Fracht verladen wird. Max nervt mich wegen dieser Europafahrten.
Oh, Entschuldigung, ich dachte, ich kann schließen. Persönliches Logbuch. Wir haben am Callisto-Hangar angedockt. Wir sitzen in unserem Quartier fest, während die Fracht verladen wird. Max nervt mich wegen dieser Europafahrten. Wir haben solche Aufträge öfter erledigt. Weiß nicht, warum er sich jetzt plötzlich daran stört. Ich meine, es ist doch nur ein Job. Einfach den Kopf runter und die Fresse halten. Max ist Status am Leben, auch schön lese ich gerade. Geburtsdatum ist der 26.06.2278. Alter Schwede, Frachtpilot. Max ist doch der Typ, der neben uns da sitzt, ne? Achso, das ist das gewesen. Okay, okay, alles klar. Das war das. Aber gut, dass wir uns umgeguckt haben. So, siehste, gut, dass ich mich umgeguckt habe. So. Okay, jetzt aber. So, das ist die Tür. Die hatten wir schon, das ist das Klo. Alter Schwede. Komm schon, Max. So packt man die doch nicht. Ja, Max ist der. Okay, hinüberspringen. Okay. Ja, Max ist unser Kollege da. Finde ich ein bisschen... Huch. Also das lohnt sich. Okay. Jacob? Ich schau dir den Rest des... Ja, finde ich immer witzig. So Türen zum Beispiel, die öffnet er mit seinen Telekinesen-Fähigkeiten, weißt du? Wenn man schon so ein Spiel macht, dann kann man doch auch wenigstens eine Animation machen, dass der die Tür öffnet, weißt du, dass er zum Beispiel so eine Taste drückt, einfach nur so mit der flachen Hand ihn wieder vordrückt oder so. Ich finde es immer so ein bisschen blöd, das nimmt so ein bisschen die Immersion. Ich meine, gut, die Türen können natürlich auch automatisch aufgehen mit dem Sensor, natürlich, ne? Alter, wie geil dieser Gang einfach aussieht, das erinnert mich unheimlich... Das erinnert mich gerade unheimlich an Alien Isolation. Das sieht echt geil aus. Muss ich einfach mal sagen, ich glaube, das werde ich häufiger sagen. Ich weiß nicht, wie das... Ich weiß nicht, wie das rüberkommt auf der Playstation. Apropos Playstation. Ich muss noch mal einmal kurz hier rein. Nein. So. Damit es auch noch mal ein bisschen besser wird hier von der Lautstärke her. Weil es ist ja ein Horrorspiel. Hier ist alles okay. Sollte auf der anderen Seite nachschauen. Es ist ja ein Horrorspiel. Die Lautstärke in der Aufnahme werde ich ja doch noch ein bisschen anpassen. Da kann ich es ja regeln. Genau. Die Musik jetzt. Danke, Spiel. Max, es gibt Probleme. Was ist? Wir wurden geentert. Verdammt. Der Autoway? Ja, sieht so aus. Na gut, dann beweg deinen Arsch wieder hier rauf. Aber Vorsicht, die könnten überall sein. Hier zurück ins Cockpit. Ja, Moment. Warum ist es aber immer so laut? Funk, okay, Funklautstärke. Dialoglautstärke. Mach ich mal so auf 80. Kann ich jetzt einfach hier lang? The outer way out. Okay, also nicht denselben Weg zurück, ja? Doch richtig hier lang. Ich dachte erstmal, man müsste vielleicht doch wieder denselben Weg zurückducken mit... Okay. Wir wurden geendet. Was suchen die denn? Die sind auf jeden Fall auch irgendwie auf einer Suche auf irgendwas. Also nach irgendwas. Und durchbewegen. Das Dämpfungsfeld ist noch aktiv. Nicht mehr lange. Was wollen die? Woher soll ich das wissen?
Das werden wir wahrscheinlich bald herausfinden. Siehst du was? Noch nicht. Uns läuft die Zeit davon. Sprinten L1. Okay. Da ist oh fuck! Auf. Ich gehe in Richtung Brücke. Lass mich rein. Was immer nötig ist. Komm schon! Komm hier hoch, Digga! Slapper, sei gegrüßt, moin! Das war doch die aus der Videoüberwachung, ne? Geschafft! Ich sagte doch, mach dir keine. Ich glaube, er hat es nicht geschafft. Sieht nicht gut aus. Hast nicht auf mich gehört. Hey. Naja, das ist ja nicht so gut gelaufen, ne? Würde ich mal sagen. Oh. Suche fort. Schlag da in Sicherheit. Sind Sie der Pilot? Ja. Und er? Er ist tot. Dann brauchen wir nur eine. Okay. Ich spiele auf normal. Also mittleren Schwierigkeitsgrad. Laut Verzeichnis transportieren Sie Ladung aus dem Hangar. Freelancer haben wir hier selten. Mach nur meinen Job. Das ist mir klar. Das ist mein erster Absturz. Wir wurden geändert von... Lass mich los! Sie! Hier! Mal halbe Kraft voraus, Frachtflieger. Sie machen Ihren Job, ich nur meinen. Ja? Jawohl? Sie meinen. Nimm ihn mit. Hey, was soll das? Hey, ich hab nichts getan! The Callisto Protocol.
Ausbruch. Ruhe! Ist viel zu spät für den Scheiß. Okay, Gefangene reden nur, wenn sie gefragt werden. Hey, das ist ein Fehler. Ich heiße Jacob Lee. Ich bin kein Häftling. Du bist Häftling. 532-521. Und für dich bin ich Captain Ferris. Nein. Ich bin Frachtpilot. Ich wurde angegriffen von ihr. Sie ließ es abstürzen. Mein erster Offizier ist egal. Anweisung des Wortes. Oh. Spricht man vom Teufel? Entscheidungen. Ihre Entscheidungen haben sie hergebracht. An diesen Ort. Der einzige Ort, an den sie wirklich gehören. Um das zu finden, was ihnen gefehlt hat. Eine Bestimmung für ihr sinnloses Leben. Ich bin Warden Cole. Und wir werden es herausfinden. Willkommen in der Haftanstalt Black Iron. Der letzte Teil ist das Schönste. Gänsehaut. So, Endstation. Steh auf. Häftlinge, das war ein direkter Befehl. Das ist falsch. Ich gehöre nicht hierher. Hör zu. Weißt du, dass man Callisto den Toten Mond nennt? Tot. Das wärst du jetzt auch, wenn ich dich nicht aus dem Wrack gefischt hätte. Ich meine, verdammt, für alle anderen bist du praktisch tot. Es wird Zeit für etwas Neues. Denn du betrittst jetzt ein neues Königreich. Nein. Mein Königreich. Nein. Also, woran du auch immer festhältst, das ist dein altes Leben. Dein neues Leben. Voll und ganz. In meiner Hand. Also erhebe dich, toter Mann. Okay, dir auch. Los geht's. Sie betreten nun die Haftanstalt Black Iron, eine Abteilung des UJC-Strafvollzugs. Begeben Sie sich unverzüglich zur Erstaufnahme. Häftling 532-521. Ich bin Dr. Caitlin Mahler und gemäß Artikel 412 der UJC-Strafvollzugsordnung wird Ihnen ein Core-Gerät eingesetzt. Doktor, er ist nicht im System. Wir wissen bereiten nicht... Bereiten Sie das Gerät vor. Dieses Gerät? Ja, und ich werde meine Pflichten auch gewissenhaft erfüllen. Halten Sie still, sonst machen Sie es nur schlimmer. Verflucht! Doktor, kein Herzschlag. Injektor